Jo, was geht ab? Nach langem Warten ist es endlich wieder soweit. Wir gehen in ein F1 2021 mal Teamrennen. Es ist Zandvoort, Niederlanden. Und ja, das Debüt gab es ja dieses Jahr endlich dann. Und bei uns probiert es heute auch ein sehr, sehr spannendes Rennen. Sorry für meine Stimme. Aber ja, die gute alte Grippe hat mich erwischt. Kein Corona, no front. No hate oder so. 4,2 Kilometer. Dann haben wir zwei DS-Zonen und eigentlich eine sehr, ja, nicht gerade überholbekannte Strecke. Also man kann jetzt nicht gerade richtig viel überholen, aber schaut doch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Da könnt ihr unter anderem auf meinem Profil abstimmen, mit welchem Team wir am Sonntag die Hotlap fahren sollen. Also schaut da unbedingt gerne vorbei. Bottas und Hamilton aus der Pole. Ich habe keine Qualifying-Runde gefahren, also nur eine Information-App, weil ich eine 65 Plätze plus 5 Getriebewechselstrafe bekommen habe. Dann haben wir Leclerc, Norris, Perez und Ricardo. Dann Reihe Sainz und Gasly, Tsunoda und Alonso, Ocon und Verstappen nur auf 12, Vettel und Stroll, dann haben wir Kimi und George, Giovinazzi und Schumacher und dann kommt auch schon die vorletzte Reihe, wo unser Teamkollege steht, neben Latifi, Kelly Meilert und Latifi und Mazepin und wir dann in der letzten Position. Und wie gesagt, wir waren nur 0,3 langsamer und das war nur ein normaler Versuch ohne irgendeinen Push oder so. Also das wäre echt gut gegangen, aber ich dachte mir da, wir werden es jetzt nicht übertreiben. Wir müssen sowieso die Komponenten noch einmal tauschen. So, Leute, und los geht's hier. Wir starten ein bisschen besser als unser Teamkollege, auch Latifi, aber da gibt uns da gleich mal einen Bang und da stechen wir in die erste Kurve rein. Ja, natürlich bekommen wir hier ganz, ganz vorsichtig und zaghaft, lenke ich hier in die erste Kurve rein. Und da sind wir neben Stroll, in Stroll und Giovinazzi. Eine sehr, sehr explosive Mischung und mit Stroll werden wir gleich aneinander geraten. Und ich werde ihn so am Ende der Runde nochmal nehmen. Also jetzt sind wir hier nebeneinander und ja, schaut auch gut aus. Und da kommt er einfach und bangt uns da hier so ins Kiesbett. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem war. Das war so unnötig. Aber ja, anscheinend macht man das so in Kanada. Aber wir werden uns gleich revanchieren. Ich kann sich auf jeden Fall versprechen. Wir werden uns hier gleich mal an Strolls inspirieren lassen. Und werden uns in der nächsten Kurve hier mit einem fetten, ja, im Windschatten kommen wir auch schon hier dran, an Lance Stroll. Und zack. Wir wären eigentlich gut drauf, aber wir machen hier die Lenkung ein bisschen auf. Und da muss er ein bisschen den Kiesweg nehmen. Sorry, aber wenn man mit Asi-Methoden fährt, dann müssen wir einfach. Das war einfach die Revanche. Und ja. Ich meine, das muss sein. Und das war so ein Genugtuung. Der lässt uns da rechts durchs ganze Kiesbett fahren. Nur weil er da gerade denkt, er wäre da durch oder so. Und jetzt hier auch an Kimi Räikkönen vorbei und Sebastian Vettel, der nächste Aston Martin. Das kann auf jeden Fall eine heitere Reise werden. Hier dann im Windschatten kommen wir auch ein bisschen dran. Das Problem ist halt, wie gesagt, man kann halt hier nur auf zwei, drei Stellen überholen und dann ist eigentlich schon das Ganze gegessen. Wir gucken uns die Start-Replay plus ein paar Eindrücke der ersten Runde an. Also so ein bisschen die erste Runde mitlaufen. Und wir hatten echt einen sehr, sehr guten Start hier. Das hier, meine Lieben, ist Eilert ganz hinten. Und das ist auch das letzte Rennen, wo Caleb Eilert in unserem Team sein wird. Wir werden uns nämlich nach dem Rennen einen ziemlich coolen Fahrer kaufen. Und das müsst ihr unbedingt im nächsten Video sehen. Und jetzt hier dann nebeneinander. Wir waren da fast neben ihm dran. Und da waren wir eigentlich vorbei. Und wir hatten auch genug Platz gelassen. Also ich weiß nicht genau, was hier Strolls Problem war, ich kann es nicht sagen, und da wären wir fast von dem Alfa Romeo überholt worden. Da war da schon neben uns und das war haarscharf, also wirklich, auch da mit dem Gras und so weiter. Ich weiß nicht genau, was sein Problem war, und jetzt hier gleiche Stelle wie Stroll, ist anscheinend hier eine gute Überholmöglichkeit und Vettel lässt und gibt auch hier gut Platz und ja, das ist halt Racing mit dem alten Hasen, Vettel, Alonso, Hamilton. Teilweise auch Verstappen, aber der ist halt, ja, nein, Verstappen hier nicht. Also so Vettel, Alonso, Hamilton, Bottas, das sind halt, und Kimi natürlich, sind halt die Fahrer, die sind hart zu überholen und vor allem sehr, sehr fair beim Überholen. Und die anderen, da gibt es halt so Kandidaten wie Giovinazzi, Stroll oder auch teilweise Verstappen, die kannst du und die willst doch gar nicht überholen. Oder natürlich auch Mazepin, das ist ja eh klar. Aber ja, hier Verstappen nur auf 11. Wenn man vom Teufel spricht, ist er nur 11. heute. Und wie gesagt, ihr dürft euch gerne
auf der Abfrage, auf der Abstimmung auf meinem TikTok-Account. Ja, dürft gerne mitmachen. Wir dürfen zwischen zwei Teams abstimmen. Wenn euer Team nicht dabei ist, schreibt es gerne in die Kommentare, welches Team wir nehmen sollen. Ich würde mal sagen, wir machen mal so ein, zwei Rennen Pause mit Red Bull und Mercedes und gehen mal ein bisschen zurück zu McLaren. Und ich habe es noch gar nicht aufgenommen. Das heißt, ihr fährt das hier gerade theoretisch das erste. Und da gehen wir nebeneinander an Verstappen. Aber das läuft heute. Das läuft. Die neue Power Unit, die läuft viel, viel besser, viel. Natürlich noch ein Ticken schneller, weil ja da kein Schaden irgendwie drauf ist, kein Prozentschaden. Und wir sind schon 11. Platz, es ist mühsam und das merkt man auch am Rennen, aber es macht Spaß. Also man kann da wirklich an jedem so ein bisschen vorbeigehen. Ich fühle mich da so ein bisschen wie Bottas in Italien, das war echt auch spaßig. Und auch in der letzten Kurve, da kannst du mit viel Windschatten echt was gut machen. Und die wollen mich jetzt schon in die Box reinschicken und da waren noch keiner drin, kein Mensch in der Box und wir müssen reingehen. Im letzten Sektor lila, und das ist auch so ein bisschen die Schwachstelle, weil ich kann die letzte Kurve nicht Vollgas durchfahren. Mit keinem Setup, das ich bis jetzt probiert habe, kann man die Kurve durchfahren und das ist echt sehr, sehr schade. Aber wir schaffen es auch so. Hier an Yuki kommen wir dran und der ist auch brav, der lässt uns hier auch, wir lassen ihm Platz, er lässt uns Platz und das ist einfach eine Harmonie. Und nicht so wie Strolly Boy. Sala, Ricardo vor uns, das wird aber jetzt schon hardcore. Bei 3,5 und 4,2 zu Sainz. Also ich glaube nicht, dass wir da noch mitreden werden vorne. Also wenn wir da noch ein, zwei Plätze durch eine gute Strategie nach vorne kommen, können wir uns schon freuen. Die ersten waren in der Box und wir sind 8. Nein, Blödsinn, war noch kein Mensch in der Box. Wir holen mal die schnellste Rennrunde hier. Das ist natürlich, das kommt sehr, sehr unerwartet. Und wir haben auch schon eine Sekunde auf Ricardo aufgeholt. Ja, der hängt anscheinend ein bisschen hinter dem langsamen Ferrari fest, weil da ist auch schon eine Riesenlücke zu den nächsten. Alle waren in der Box, wir sind noch ein, zwei Runden länger draußen geblieben, genauso wie Bottas. Gehen wir jetzt in die Box rein und wir werden wahrscheinlich, ja, so wo Giovinazzi ist, also da zwischen dem Red Bull und Giovinazzi, wir gucken uns mal ein paar Replays an, unter anderem das Manöver gegen Stroll. Und hier, wenn ich so sehe, war schon ein bisschen hart, also, dass wir ihn da ins Kiesbett geschickt haben. Er hätte zwar nachgeben können, aber ja, es war schon sehr hart, muss ich echt sagen. Das tut mir auch leid im Nachhinein. Und dann auch hier Vettel. Der lässt hier echt genug Platz. Und das ist zwar eine enge Kurve, aber macht echt Spaß, hier zu überholen. Also, das bockt richtig. Also, letzte Kurve, wie gesagt, das ist jetzt nicht so meine Favorite-Kurve. Aber trotzdem haben wir es auch hier geschafft, aus dem Stand heraus gegen Alpine und gegen manch andere Autos anzutreten. Das ist Verstappen, glaube ich. Ja, genau, da gehen wir nebeneinander in die erste Kurve rein. Und ja, ich weiß natürlich, wenn ich hier neben ihm bleibe, ist die nächste Kurve eine Linkskurve. Eine rechts war das, okay, blöd. Und die nächste ist dann eine Links. Und ja, hier kann man eigentlich nicht zurück überholen. Und hier dreht es meistens noch keinen. Außer Vettel mal, sorry, no front, an dieser Seite. Und wir haben sogar es geschafft, Ricardo und Carlos Sainz over zu karten. Durch das, dass wir drei Runden länger draußen waren, sind wir tatsächlich eine Sekunde vor Ricardo rausgegangen. Der Overcut hat, ja, es hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis Ricardo an Sainz vorbei war. Und ja, das war cool, Mann. Das ist ein Overcut, wie er im Buche steht. Wir haben es einfach hier ordentlich geschafft. Wir sind in der 16. Runde und haben uns hier an die Führungsgruppe dran gerobbt. Also Bottas ist ein bisschen abgeschlagen, aber hier und da vertue ich mich. Da war ich schon fast am Paris vorbei und dann vertue ich mich hier. Scheiße. Mann. Aber es ist nicht so schlimm. Ich meine, der 6. Platz, mehr hätte ich mir nicht erträumen können. Da ist eine Riesengruppe vor uns. Da können wir aber leider nicht komplett mithalten. Gefolgt von Hamilton, Leclerc, dann Norris und auch Paris. Die hängen da alle ein bisschen und keiner kann so richtig überholen. Und wir gehen jetzt hier in den letzten Versuch rein. Wir sind wieder sehr nah an Sergio Perez dran. Kommen jetzt hier aber wesentlich besser aus der letzten Kurve raus. Das Problem ist, er hat auch DRS. Und, boah, der zieht darüber. Aber jetzt hier nebeneinander geht es in die erste Kurve. Kein Verbremser. Und jetzt schaffen wir es. Wir übernehmen hier den 5. Platz in Zandvoort. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, eine Mega-Leistung. Hier nochmal so ein bisschen gegen Norris antäuschen, aber wir wissen natürlich, das ist unscharf. Bei Norris ist heute
zu lang und zu weit vorne gewesen. Ricciardo haben wir durch eine gute Strategie geholt, aber selbst der hängt da jetzt schon hinten dran, weil wir, weil diese Gruppe hier irgendwie sehr, sehr langsam unterwegs ist. Ich habe keine Ahnung warum. Selbst Bottas ist da weggezogen. Aber es reicht. Also wir werden hier hoffentlich Fünfter. Mich verfolgen zwar ein paar Strichchen hinter mir. Das sind schon... Ja, da ist noch ein Ferrari auch. Der hängt da auch schon dran. Das ist Sainz, glaube ich, wieder. Also es ist sehr, sehr, sehr gewagt hier. Und wir kommen aus der letzten Kurve raus. Fast hier noch ein Norris dran, aber es reicht nicht ganz. Wir sind hier Fünfter. Also das ist wirklich das Maximum, was rauszuholen war. Es war ein sehr, sehr spannendes und vor allem sehr, sehr... hin und her rennen. Drive of the Day finde ich auch verdient. Ich meine, wir haben da schon das ein oder andere Schmuckstückchen Überholmanöver rausgeholt. Podium werden zwar wir heute nicht sein. Mercedes kann sich zu Recht freuen. Die haben einfach eine Mega-Leistung rausgehauen. Aber auch wir, ich meine, vom letzten Platz dann noch in die Punkte zu fahren und Top 5. Also das ist für mich echt eine Mega-Leistung. Freut euch nur. Ihr habt es heute echt verdient. Also das war gut von denen. Hatten da auch das Beste, die beste Leistung. Ich meine, ich weiß nicht genau, Bottas oder Hamilton, aber ich glaube, Bottas ist erster geworden. Der war uneinholbar, der Junge. Der war uneinholbar. Bottas gewinnt da wirklich heute den Grand Prix der Niederlande. Und Leclerc ist auf dem dritten Platz. Sieht man auch nicht so oft. Und die beiden Mercedes natürlich, das Bild kennt man eigentlich schon der letzten Jahre. Aber auch Leclerc war unter anderem schon ein paar Mal da oben. Kann man nicht anders sagen. Das ist eine tolle Leistung von ihm gewesen. Und wie gesagt, meine Stimme, die wird noch hoffentlich. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem heute gefallen. Ich habe alles reingehauen, was ging. Und ich habt ihr auch den Battle Pass wieder gekauft. Also diesen Season Pass. Ich musste natürlich, ich habe ihn mir gekauft, bin auch schon psychopathischerweise Level 18 und ja, ich möchte natürlich durchfahren, war letzte Season Prestige 2, knapp vor 3, habe dann aber nicht mehr das meiste gezockt, deswegen nur Prestige 2, hat aber irgendwie nichts gebracht, das Prestige sein, Alonso ist letzter geworden, schade, aber nicht Stroll, den haben wir jetzt nicht hundertprozentig das Rennen zusammengehauen. Auch unser Teamkollege, der hat 5 Punkte immerhin erfahren. Wir sind da noch mit dabei, auch unser Team 209 Punkte hinten. Wird schwierig, da noch die Führung aufzunehmen. Aber Ricciardo ist unser... Ach, das war natürlich perfekt, dass wir den mit einem Overcut so ein bisschen ja hops genommen haben. Das passt. 7 noch und dann haben wir schon geschafft. Also 3 Veranstaltungen noch. So, und jetzt steigen wir auf und übernehmen hier endlich gegen Caleb Mylord die Führung. Wie gesagt, wir werden uns einen neuen Fahrer kaufen. Das werden wir auch in diesem Video noch erfahren. Ich kann nur sagen, es wird ein ziemlich cooler Fahrer. Aber dazu jetzt gleich mehr. So, wir sind hier, da steht natürlich auch, Caleb Mylord hat ein bisschen was verdient. Ich musste auch ein bisschen überlegen. Dachte mir zuerst vielleicht zu Perez, aber ich habe nur 5 Millionen. Cool Tat wäre auch cool gewesen. Aber ich habe mich dann tatsächlich nach längerem Überlegen, habe zuerst auch gedacht, Russell, Mazepin, aber das sind halt dann die Fahrer, die echt unleistbar sind und ganz, ganz knapp am Budget und habe mich dann echt für Felipe Massa entschieden, den Fast-Weltmeister von 2008. Leute, das wird unser Fahrer. Abonniert den Channel gern für mehr Videos mit mir und natürlich auch mit Felipe Massas Teamkollegen. Morgen kommt hoffentlich der Alberto Ascari-Karriere. Reaction wird schwierig, die wird dann nicht vor Donnerstag die nächste kommen. Seid nicht böse, stimmt gerne auf TikTok ab. Sonntag geht's wieder mit der Hotlap weiter in Russland. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao. Game like I'ma running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.